Hallo, heute sind wir im Tierpark und Fossilium Bochum. Wir sind hier bei unseren Seidenspinnen. Der Tierpark Bochum hält momentan 3 Arten. Spinnen, naja, die sind sicherlich nicht allerwelts Freund, aber wir haben eigentlich ganz besondere Tiere. Seidenspinnen sind relativ groß. Die kommen in allen tropischen Ländern der Welt vor, Südamerika zum Beispiel, in Asien. Und hier haben wir afrikanische Vertreter aus Kenia. Diese Tiere sind sehr, sehr schön anzusehen, zumindest die Weibchen, viel, viel größer als die ganz kleinen Männchen. Aber das eigentlich Besondere darin ist gar nicht die Spinne selbst, sondern die Seide. Nicht umsonst heißen sie Seidenspinne. Das Netz ist riesig groß, sie gehören zu den großen Radnetzspinnen. Und diese Seide selber, die ist unglaublich reißfest. Ihre Eigenschaften sind sehr, sehr interessant für die Wissenschaft. Es gibt neueste Studien und Versuche, die Seide im medizinischen Bereich zu nutzen. Wir haben eine Doktorandin, die auch eben im Aqua zu Düsseldorf mit den Seidenspinnen arbeitet und die kommt regelmäßig und mägt die Seide ab. So ein Faden auf einmal kann 500 Meter lang sein. Und diese Seide ist deswegen so interessant, weil die Proteine, also die Eiweiße dieser Seide, sehr gut verträglich für den menschlichen Körper sind. Die Proteine werden genutzt, um darauf zum Beispiel menschliche Hautzellen zu kultivieren oder auch Knorpelzellen. Und mit dessen Hilfe kann man dann im Grunde ausschneiden, was man braucht und es einfach implantieren. Schon vor sehr vielen Jahren hat man angefangen, die Seide zu nutzen, um Wunden zu nähen. Das Interessante dabei ist, dass diese Seide so lange nicht vom eigenen Körper, also von unserem Körper abgebaut wird, bis der Körper sie auch wirklich nicht mehr braucht. Sobald die Wunde zu ist, gibt es irgendein Startsignal und die Seide wird plötzlich abgebaut. Woran das genau liegt, weiß man bis heute nicht. Ziemlich spannend. Und diese Seide ist außerdem deswegen so spannend, weil sie Eigenschaften hat, wie es kein anderer Faden auf dieser Welt hat. Sie ist unglaublich dehnbar, unglaublich reißfest und sie ist kompostierbar. Also Nachhaltigkeit ist auch gegeben. Also wenn wir uns diese dünnen Fäden anschauen, dann ist das unglaublich. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie stark das ist. Also wir hatten schon regelmäßig Kollegen, die ins Netz gelaufen sind und dann nicht mehr weitergehen konnten. Ein Stahlnetz in der Dicke wäre bei weitem nicht so reißfest. Vielleicht so eine kleine Aussage, wenn wir von diesem Netz jetzt einen Faden drehen würden von 1 Zentimeter Dicke, könnte ich damit 8 Tonnen hochheben, ehe der reißt. Eben diese Seidenspinnen sind was unglaublich Besonderes und die Zucht relativ einfach. Von daher lohnt es sich auf alle Fälle, diese Tiere zu halten, diese Tiere zu zeigen und auch zu verbreiten. Unten haben wir noch junge Tiere und wir haben noch ein paar Männchen. Die männlichen Seidenspinnen sind winzig, winzig klein. Also ich hoffe, man kann das irgendwie sehen. Ich halte mal meinen Finger da so ganz talentfrei vor. Da rennt es weg. Das ist ein ausgewachsenes Männchen tatsächlich. Winzig, winzig klein. Wenn man keinen anderen Sinn hat im Leben, als Babys zu produzieren, dann kann man sich vorstellen, muss man nicht so groß und gewaltig sein. Die Männchen sind auch so klein, dass die sich selber nicht so wirklich versorgen können. Sie leben dann wirklich die Zeit lang, bis das Weibchen paarungsbereit ist, im Netz von dem Weibchen oder am Rande davon. Und wenn das Weibchen Beute schlägt und verpackt, man kennt das, ne? Die Beute wird in Seide eingesponnen und dann irgendwo sicher, safe verpackt für einen späteren Zeitpunkt, dann geht das Männchen dahin und versorgt sich selber mit Futter. Ob das so geplant ist vom Weibchen oder nicht, weiß man nicht. Ich sag mal hingestellt, aber es wird zumindest akzeptiert und geduldet. Man ist sich noch nicht ganz darüber im Klaren, wie lange solche Spermien gespeichert werden können oder ob es wirklich wichtig ist, das Männchen immer dabei zu haben, beziehungsweise immer mehrere Männchen
in Reserve zu haben. Deswegen haben wir vorsichtshalber immer welche in Reserve. Man weiß ja nie. Also eigentlich ein recht einfaches Leben. Man muss nichts tun, man wird versorgt und man hat die schönen Momente im Leben eigentlich immer direkt vor der Haustür, wenn man das so sagen kann. Allerdings werden sie auch nicht so alt. Alle Seidenspinnen grundsätzlich werden maximal ein Jahr alt. Manchmal ein bisschen älter, aber mehr älter als anderthalb Jahre nicht. Vom Schlupf an bis zum Tode des erwachsenen Weibchens. Von daher muss das mit der Reproduktion, also mit der Jungtierzeugung, letzten Endes mit der Vermehrung, wirklich immer gut funktionieren. Das heißt, als Pfleger muss man dafür sorgen, dass man immer genug Tiere da hat, damit das auch wirklich so bleibt. Jetzt eure Fragen in die Kommentare. Vergesst nicht, dem Video ein Like zu geben. Und damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.